So, und da geht's auch schon los. Auf der linken Seite haben wir Team AAA mit Gizmo als Tassadar in der Mitte. Dann Vipelino, der hier auf Tyrael unterwegs ist. Dann haben wir Quacknix auf Valor. Toonjay spielt Uther. Und ganz oben haben wir Lotus auf Thrall. Und ihre Kontrahenten in Rot auf der rechten Seite gespawnt. Das ist Whisky Coker mit Fontop, wieder auf Moradin, Nasty, wieder auf Tychus und Roll, wieder auf Tyrande. Da haben wir was Neues, da ist nämlich der Snitch, der spielt diesmal Zeratul. Und ganz unten ist Kumata Boss, wieder auf Brightwing, wie schon im letzten Spiel. So, gucken wir uns mal an, wo hier die große Party Lane ist. Ah, sieht so aus, als wenn sie sich auf die Top Lane wagen. Und ihr habt es vielleicht gerade schon gemerkt. Auf Seiten von AAA, das ist einfach viel, viel Bewegung im Team. Lotus spielt normalerweise für Team Acer. Gizmo ist, glaube ich, ein AAA-Standardspieler, soweit ich weiß. Bin ich nicht hundertprozentig sicher. Quarknix, bin ich mir nicht sicher, könnte AAA sein, aber Toonjay ist, glaube ich, AAA. Vipelino spielt normalerweise für Alternate, wenn ich mich nicht ganz irre. Und die machen hier unten die Party Lane. Und nur Kumata Boss da unten, der wird schon seine Probleme haben. Und das merkt man auch schon. Da nimmt der Turm einiges an Schaden. Also sie wollen natürlich auch nur mit ihren Minions kämpfen, wenn sie können. Und Lotus hier oben, ja, auch da nimmt der Turm ein bisschen Schaden, aber nicht ganz so viel wie auf Seiten von Whisky Coker. So, die pushen hier schon ganz gut durch. Jetzt wird hier der nächste Turm wieder angegangen. Fontop haut nochmal gut drauf. Ja, der Stun leicht verfehlt. Aber Lotus muss halt aufpassen. Jetzt, wo der Turm weg ist, da ist er weg. Können sie halt auch reingehen oder zumindestens ja, ihn da ein bisschen besser angehen. Sie verstecken sich hier unten. Jetzt ist Nacht, schnappen sich die ersten Seeds, denn genauso ist es auf dem ja, ich glaube Garten, Terrorgarten, Schreckensgarten. Ich glaube, es ist Schreckensgarten, also Garden of Terror heißt es ganz auf Englisch. Oh, Snitch muss aufpassen, da kommt der Sturm und da wird er rausgenommen. Hat auch alles probiert, aber Vipelino ist reingesprungen, konnte ihn schön rausnehmen. Das fehlt jetzt natürlich merklich auf Seiten von AAA. Den fehlt jetzt einfach hier ein weiterer Spieler, um dann eine ordentliche Chance zu haben. Oh, von Top. Auch der nimmt ordentlich Schaden. Kommt er hier nochmal davon? Oh ja, der kommt davon mit weniger als 100 Gesundheit. Echt erstaunlich. Also, was hier gerade AAA rausholt, gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt gehen sie wieder nach unten, holen sich da noch den Shambler, den unteren Garten Terror. Aber vielleicht auch Kumata Boss. Der muss aufpassen. Sich hier sehr weit in die Lane raufgewagt. Kann jetzt aber auch scouten und kann rausfinden, okay, alles klar, die gehen da unten auf den Boss. Aber wir sind eigentlich ganz, ganz zufrieden damit, hier die Lane noch weiter zu halten. Sie hatten zwei Helden sehr lange in der Lane, beziehungsweise drei Helden. Und nur Fontop und Nasty haben sich hier auf den Shambler gewagt. Und ja, den ist auch schon ganz gut runtergekriegt. Tesla geht jetzt wieder zurück in die Lane, holt sich hier nochmal ein bisschen XP ab, während der Rest des Teams, ja, sich eigentlich ganz gut die Seeds sichern konnte. Also sehr, sehr ausgeglichen, was die Seeds angeht. 76 zu 75, hier oben sind noch ein paar zu holen. Und, ja, das hat doch ganz gut gereicht. Whisky Coker hat's gereicht, denn die können sich jetzt den Garden Terror holen. Machen das aber sehr clever, denn was besonders wichtig ist, wenn man den Garden Terror haben kann und das gegnerische Team nicht, geht sofort hier auf diese Mercenary Camps. Wir holen das Bruiser Camp und sobald es getaggt ist, müssten sie eigentlich den Spieler zurückschicken, den Garden Terror nehmen. Wenn sobald der Garden Terror da ist, verschwinden diese Camps. Und so kann man quasi mit dem Garden Terror pushen und gleichzeitig aber noch die Mercenaries, die ja, nee, auf einer anderen Lane haben und die auch noch pushen. Mal gucken, ob sie es machen so. Sieht so aus. Ja, sie fangen an. Und jetzt geht Snitch rein. Das heißt, sie kamen jetzt auf zwei Lanes Mercenaries. Und gleichzeitig noch den Garden Terror. Also ein sehr, sehr starker Push. Aber auch ein guter Move hier auf Seiten von Team AAA. Die haben das ganz ähnlich gemacht. Haben jetzt hier nämlich auch die Bruiser getaggt. Seed Shines haben sie, glaube ich, nicht gekriegt. Ne, die sind schon vorher verschwunden. Also nur eine Reihe an Mercenaries. Aber ich glaube, vorher konnten sie sich hier noch die Seed Shines holen. Unten in der Lane. Die wurden dann schon zwischenzeitlich von Kumato Boss geklärt. Und jetzt kommt hier auch die Rotation. Alle gehen sie nach oben. Und oben wird auch schon ordentlich weggekloppt. Lotus ist der Einzige, der hier verteidigen kann, das Ganze. Da muss noch jemand zur Hilfe kommen. Und da kommt er auch schon. Uther ist auf dem Weg. Aber selbst zu zweit ist das schwierig. Garden Terror ist inzwischen nach unten rotiert. Macht jetzt hier ein bisschen Schaden. Gizmo ist der Einzige, der hier verteidigt. Also ein sehr, sehr schöner Split-Push auf Seiten von Whisky Coker. Und oben das Fort. Das geht auch drauf. Mit den Bruisern, mit drei Helden. Das ist alles ganz, ganz einfach. Ganz, ganz einfach, ganz geschmeidig, wie sie das hier runterreißen.
Und da können sie auch noch ein bisschen weiter pushen. Jetzt kommen die restlichen Helden mit dazu. Das heißt, der Push ist zu Ende. Sie können weiter rotieren. Können hier Brightwing auf der mittleren Lane vielleicht ein bisschen Unterstützung geben. Da ist Vipellino der Einzige, der es irgendwie versucht zu halten. Ja, da kommen sie auch rauf. Unten der Garden Terror. Inzwischen schon fast alles eingerissen. Das ist nämlich das Problem, wenn man als Einziger gegen den Garden Terror verteidigt, dann ist es schwieriger, diese Pötte hier auszuschalten. Und wenn die halt so rankommen, auch schon zwei, drei Schüsse. Ja, dann wird er schön polymorphed. Und der macht halt die ganze Zeit, wie er noch am Leben ist, schön Schaden. Und konnte hier so gut, wirklich richtig guten Schaden machen aufs Fort. Ja, die Giants sind wieder da. Sieht so aus, als wenn sie die klauen wollen. Ja, das machen sie auch. Sofort der doppelte Bribe. Und die Giants marschieren jetzt hier auf die Midlane. Damit wird das Fort hier weiter angegangen. Sie haben sich schon eins geholt, haben dadurch jetzt Level 10. Können vielleicht kurzzeitig sogar einen Fight pushen, aber ja, ich glaube, das wird AAA nicht so auf sich sitzen lassen. Die sind auch fast Level 10. Und dementsprechend kann Whiskey Coker sich hier nicht zu weit raustrauen. Oh ja. Wir haben die Siege Giants, die hauen von hinten drauf. Das ist okay, das reicht ihnen. Beide Teams jetzt mit Level 10. Das heißt, wir schauen uns mal die Heroics an. Void Prison natürlich für Zeratul. Blink Heal haben wir auf Seiten von Brightwing. Und da unten wieder den Starfall. Avatar. Also anscheinend ist es wohl so, dass hier unser Brightwing, Kumato Boss, Blink Heal bevorzugt, statt den Emerald Wind. Finde ich interessant, aber ich finde, es macht hier auch Sinn auf Garden of Terror. Es macht schon durchaus Sinn, weil meiner Meinung nach hier der Emerald Wind nicht ganz so stark ist. So, was haben wir sonst? Judgment natürlich auf Tyrael, Archon haben wir beim Tessera, Reign of Vengeance auf Valor, Divine Storm bei Uther und Sundering haben wir hier auf Seiten von Mr. Thrall. So, die Nacht ist wieder hereingebrochen. AAA holt sich jetzt hier oben den Garden Terror. Genauso sieht es hier unten aus bei Team Whiskey Coker. Also die machen das genauso, wie es erwartet wird. Mehr oder weniger geteilte Seeds. Und ich denke, damit sollte es nicht ganz reichen auf Seiten von Whiskey Coker. Es sei denn, sie schaffen es hier noch ein paar Seeds zu stehlen. Ne, das schaffen sie nicht. 94. Sind in einer guten Position beim nächsten Mal einen Garden Terror zu kriegen, aber diesmal nicht. Diesmal nicht, da hätten sie irgendwie einen Split wagen müssen und das wäre sehr, sehr gefährlich geworden. Oh, Snitch kommt rein, wird aber gestoutet. Oh, guter Root hier auf Fontop. Oh, das ist Judgment auf Roll, der muss aufpassen, muss zurückgehen. Aber Fontop drückt hier auch das restliche Team wieder zurück. Bucknix hat einen guten Reign of Vengeance abgekriegt. Kommt mit der Starfall rein, aber ich glaube nicht, dass es hier zum großen Engagement kommt. Dadurch, dass das Fort einfach noch steht. Mehr oder weniger alle Heroics verschossen. Link hier ist noch verfügbar und sie stehen einfach das Siege Camp. Auch eine gute Wahl. Müssen jetzt eh gleich gegen den Garden Terror ankommen. Ja, da wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, noch einen Kill zu kriegen, aber sie wollen es halt auch nicht zu hart riskieren. Macht durchaus Sinn. Es macht durchaus Sinn. Mr. Actius holt sich als erstes Tassadar, weil du ein Tassadar-Fanboy bist. Tassadar ist, finde ich, auch ein guter Held. Das Einzige, was es für Einsteiger ein bisschen schwierig macht, weil Tassadar hat sehr, sehr viele Skills. Könnt ihr mal kurz zu Tassadar springen, um euch das zu zeigen. Also müsst ihr drüben jetzt gucken. Er hat jetzt halt schon 5 Skills, plus halt den hier unten, die er noch kriegen kann. Der Healing Ward gibt es da. Noch ein paar andere Varianten. Also der kann sehr, sehr viele aktive Skills haben. Ich glaube, ich habe es mal irgendwann in der Alpha getestet. Seitdem ist es noch... ist es weniger geworden, aber da hatte ich, glaube ich, 8 oder 9 aktive Skills. Und da bist du wirklich gut beschäftigt, wenn du die nicht alle verpassen willst. Aber das finde ich trotz allem ein guter Held, weil er kommt sehr gut davon in Teamfights. Schöner Support-Held. Und mit Archon kannst du dich dann halt auch gut in die Gefechte reinwagen. So, apropos Gefechte reinwagen, das hat hier nämlich der Garden Terror ganz gut gemacht. Jetzt kriegt er aber einige Schüsse ab. Sollten den Plant hier aufhalten, sonst nimmt das Fort doch ein bisschen viel Schaden. Aber Lotus hat sich da schnell genug zurückgezogen, konnte damit verhindern, dass er hier rausgepickt wird. Sobald man aus dem Garden Terror raus ist, ist es halt ein bisschen gefährlich. Es kommt darauf an, je nachdem, wenn das andere Team schon viel Pulver verschossen hat, ist es gefährlich. Ansonsten ist man in keiner schlechteren Situation als vorher. Anders als es vielleicht beim Dragon Knight der Fall ist. Wobei, selbst da ist es eigentlich ganz okay. Und der Garden Terror hat die Besonderheit, dass der auch gut gegen Helden kämpfen kann. Der Dragon Knight ist eher nutzlos gegen Helden. Aber der Garden Terror ist sehr, sehr gut gegen Helden. Das heißt, wenn man damit mal in eine schöne Situation kommt, wo das restliche Team aushilft und einen schönen Stun raushaut oder so, kann man durchaus einen Helden auch rausnehmen. Und der hat halt auch eine gute massive Area. Oh, sie wollen es hier stehlen. Da ist der Void Prism. Und Snitch holt sich den Steal. Fontap noch mit drinne. Vipellino. Oh, da kommt der Starfall. Schön gesetzter Starfall. Aber Vipellino kommt davon.
auch mal im Judgment draufgesetzt auf Roll, wird aber zurückgezogen und da schmelzen sie dahin. Er geht nach drüben. Aber ich glaube, mehr Kills können sie sich, glaube ich, nicht schnappen. Doch, Gizmo sehr weit aus Position. Setzt da Oracle ein. Okay. Toonjay. Oh, da ist der Stun. Nochmal ein Heal gesetzt von Toonjay. Snitch kommt reingesprungen und Gizmo geht drauf. Und wenn ihr euch fragt, warum geht er denn da nochmal zurück? Was macht das? Er wusste in dem Fall, er ist tot. Und hat gedacht, okay, vielleicht kann ich sie noch von Toonjay abhalten. Also, durchaus ein guter Move, da nochmal einfach zurückzublicken. Ja, Whiskey Coker. Sie sind wieder zwei Level vorne. Naja, nicht ganz zwei Level, anderthalb. Und wieder kontrollieren sie das Spiel. Haben sich schon zwei Forts geholt. Und jetzt kriegen sie die nächsten Seeds rein. Eigentlich sind sie gerade in einer sehr dominierenden Position. Könnten vielleicht sogar denyen, dass sich da AAA den nächsten Garden Terror holt. Ja, kommen sie rein. Die nächsten Seeds. Mal gucken, was da oben noch passiert. Oh ja. AAA versucht sich einen Garden Terror zu holen. Whiskey Coker könnte jetzt reinkommen. Da kommt das Auge von Gizmo. Scoutet jetzt hier, okay, sieht, noch kommen sie nicht, aber Snitch wartet schon. Snitch wurde hier enttarnt durch das Auge. Aber ich glaube nicht, dass sie hier wirklich viel stehlen können. Und sie haben halt auch noch nicht das wichtige Level 16. Also wenn sich hier was ergibt, können sie es versuchen. Jetzt kommt der Garden Terror mit dazu. Damit wäre da durchaus was möglich. Der versucht jetzt hier von der linken Seite reinzukommen. Echt ein super Move. Aber sie können keine Seeds stehlen. Eine Polymorph am Toonjay, aber der springt weg. Nee, das wird alles nichts mehr. Sofort in der Mitte steht ja auch noch. Da ist nicht mehr allzu viel drauf. Also den Kill kriegen sie hier definitiv. So viel ist sicher. Vielleicht sogar noch eine Mauer vom Keep. Sollte durchaus drin sein. Der Garden Terror hat ja noch einiges an Energie. Defensiver Garden Terror inzwischen auf Seiten von AAA. Den brauchen sie auch, wenn sie hier ihr Keep irgendwie am Leben halten wollen. Und jetzt hat man hier immer so ein bisschen diese defensive... Ja, diesen Standoff zwischen den beiden Garden Terrors. Einfach, weil halt kein Team sich wirklich traut, den anderen zu engagen, solange der Garden Terror am Leben ist. Ja, diesmal Whiskey Coker, denke ich, die da doch eher zurückziehen, weil nur noch 30 Sekunden auf ihrem, die werden durchrotieren, sich hier noch die letzten Seeds holen. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass sie mit den Garden Terror dann die Seeds holen. Ein Split-Push wäre durchaus ein Begriff des Möglichen gewesen, aber sie hatten halt Snitch, der schaut, okay, wo ist das restliche Team? Gut, alles klar. Wir denyen ihnen einfach die Seeds und haben damit halt demnächst schon den nächsten Garden Terror wieder verfügbar. Ich glaube, es reicht nicht ganz, wobei, das könnte sogar knapp werden. Ja, sie haben sogar den nächsten schon wieder. Das ist perfekt. Das ist wirklich perfekt. Sie verlieren das Fort höchstwahrscheinlich, wobei selbst das könnten sie sogar stoppen. Snitch kommt da rein. Lotus wird weit reingetrieben. Weit auf Seiten von Whiskey Coker reingetrieben. Und jetzt hauen sie wirklich das Focus-Fire raus. Lotus kommt da hier nochmal davon. Da ist Polymorph. Und so viel Schaden. Das reicht nicht. Und selbst das Fort halten sie noch am Leben. Gut, das hat nur noch 1000 Lebenspunkte. Das ist nicht wirklich viel. Aber wie gesagt, der Follow-Up, der ist halt jetzt immens. Der nächste Garden Terror wird nämlich gleich bereitstehen. 10 Sekunden noch, dann geht das los. Sie holen sich jetzt natürlich hier wieder die beiden Bruiser, die Siege Camp, das Siege Camp und die Bruiser. Ja, Snitch kommt rein, hilft hier noch mit aus. Und dann gehen sie für den Garden Terror. Das sollten sie jetzt schnell machen. Dann gehen sie dasselbe, probieren hier nämlich AAA. Ah, das reicht schon. Sobald die getaggt sind, sobald der erste drauf springt, reicht das. Und dementsprechend hilft dann der Garden Terror nicht. Also, natürlich hilft er, aber er hilft nicht, um ihnen die Mercenaries zu denyen. Mal gucken, was hier Nasty noch macht. Ja, der taggt auch noch. Das ist ein bisschen risky. Da sollte jetzt Snitch gut scouten, um halt zu sehen, wo ist der Rest des Teams, weil sonst ist es durchaus gefährlich für ihn, da unten halt zu schauen und diese Seedshine zu holen. Aber jetzt kommt ein Kumato-Boss nicht mit dazu, damit können sie es schnell clearen. Toonjay kommt leider etwas zu spät und jetzt können sie wieder zusammenkämpfen mit ihrem Garden Terror. Da ist er auch schon. Aber sie wurden weit vorne aufgehalten, mussten sie erstmal mit den Seedshines kämpfen. Und jetzt geht's hier weiter auf das Keep. Beziehungsweise erstmal auf die Mauer, die muss vorher gestoppt werden. Drei Forts sind noch, sind schon runden bei Team AAA. Bei Whiskey Coker konnten sie noch gar nichts ausrichten. Da sind zwei zwar sehr niedrig, ich glaube sogar drei sehr niedrig, aber noch nicht den Kill gekriegt. Level 17 inzwischen verfügbar. Da haben wir Critterize, wir haben Double Bombs, wir haben Stone Skin, Ranger und Stoneform Trade. Triple Rewind natürlich, Muradin hat es geschnappt. Dann Tyrande und auch Brightwing, wie beim letzten Mal schon. Hier drüben haben wir zweimal Blatt für Blatt. Interessant, interessant. Aber macht schon Sinn, dadurch, dass sie halt nur den einen Healer haben. Roll rotiert hier gut durch, holt sich hier oben noch ein bisschen was an Schaden raus. Alles, was er kann.
um die Türme hier aufzuhalten, um das Gate loszuwerden. Ja, dann haben wir noch Imposing Presence mit dazu, Second Strike natürlich. Ah, hier haben wir was Neues. Shrink Ray. Tesla hat sich einen Shrink Ray geholt auf Level 14. Nee, Quatsch, 13. Und Sprint natürlich für Uther. Macht alles Sinn. Ist alles so, wie wir es erwarten. Caster Side, Futurail, auch das ein Standard-Pick. Und sie drücken hier einfach so gut durch, wie sie können. 7 Sekunden hier noch auf dem Garden Terror. Ich glaube, es reicht nicht aus, um hier noch irgendwie großartig was auszusetzen. Einen Pot setzt er noch. Einen Overgrowth. Belino springt rein. Schöner Caster Side auf Fontop. Der geht sofort in den Avatar und auch Odenform sofort gesetzt. Oh, Tungjae versucht da reinzurennen. Will sein CC, aber er ist sofort im Crit Rise. Kriegt trotzdem CC. Und das Schild sofort nachgesetzt. Sie wollen den Fokus. Ein Roll geht drauf. Tungjae, auch der fällt nicht. Ein super Sundering. Zeratul geht drauf. Und Vipelino. Ja, der ist sehr niedrig, aber sie wollen sich hier Fontop holen. Ja, den kriegen sie auch noch. Und Kumado Boss und Nasty. Also gerade Nasty hat hier einige Probleme, das hier irgendwie zu stoppen. Kann dann Lotus vielleicht nochmal irgendwas ausrichten? Ne, sie wollen sich Kumado Boss holen. Schöner Caster Side. Kumado Boss gut gemacht. Mit dem Blink rüber. Auch das nochmal eingesetzt. Schön gemacht. Schön gemacht. Kommen beide davon. Aber ein super Turnaround hier auf Seiten von Team AAA. Ja, die holen sich jetzt hier noch die nächsten Seeds. Und dadurch, dass hier drei Helden draufgegangen sind auf Seiten von Whiskey Coker, können die eigentlich ja fast gar keine Seeds holen. Vielleicht diese sicheren da drüben. Ja, genau, das holt sich auch Tyrael. Ne, die sind schon weg. Die sind schon weg. Die haben sie schnell geklärt. Und Acer, die porten zurück. Okay, das wundert mich dann doch ein bisschen, dass alle beiden zurückporten. Sie haben zwar fast hier 100 für den Garden Terror. Vielleicht doch ein bisschen Angst. Ah, ne, okay, alles klar. Jetzt macht das alles Sinn. Sie wollen sich natürlich diesmal auch die Mercenaries holen, bevor das Ganze passiert. Und taggen sie beide? Ne, sie gehen zurück und holen sich da unten die nächsten Seeds. Alles klar. Whiskey Coker inzwischen auch wieder in voller Montur unterwegs. Holen sich den oberen Garden Terror. Aber in dieser Runde werden sie es nicht schaffen, einen eigenen Garden Terror zu spawnen. 65 Seeds und mehr werden es auch nicht. Also ein AAA macht hier einen groben Fehler. Wir sind zwar noch ein halbes Level unten. Ich glaube, sowas sollten sie sich jetzt noch nicht entgehen lassen. Bidino scoutet da ein bisschen auf der linken Seite. Es ist aber sehr, sehr gefährlich, was hier alles passiert. Aus einem, die CCs haben sie auf ihrer Seite. Sie haben Tyrael, sie haben Uther. Schöner Starfall. Gut gesetzt. Oh, Vipelino, der muss draufgehen. Ja, den würden sie schön rausnehmen. Und ich glaube, auch seine Bombe wird hier nicht allzu viel ausrichten. Ja, Snitch kriegt sofort einen Heal. Gutes Thundering. Da unten Tungjae nochmal eingefroren. Im Void Prison kriegt ja auch einiges ab. Und Quacknix, der muss draufgehen. Den kriegt er hier. Von Top, komm schon, spring rauf. Genau, das ist es. Nochmal ein super Schild gesetzt hier. Aber ich glaube nicht, dass Quacknix es schafft. Nee, Snitch kommt mit rein. Und der holt sich, Uther wird sich noch geholt. Snitch muss jetzt hier raus. Werla und Uther beide draufgegangen. Also es war doch einfach zu riskant, was AAA hier versucht hat. Und ich glaube, damit haben sie hier ihre Chance, das Spiel nochmal irgendwie umzudrehen, aus der Hand gegeben. Ich meine, sie haben jetzt noch den Garden Terror. Damit können sie verteidigen, können vielleicht ihr Keep noch am Leben halten. Damit das Spiel noch in die Länge ziehen. Aber trotz allem, es liegt alles in der Hand von Whiskey Coker momentan. Oh ja, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Sie haben fast Level 20 erreicht. Triple A nicht weit hinten dran. Nur ein Level, was sie jetzt hier gerade zurückliegen. Schauen wir uns mal die Level 20 Talente an, sobald sie da reinkommen. Ah, das ist noch ein Minion-Kill. Oder eben halt die letzten Seeds, die hier noch der Garden Terror hat. Und das ist Level 20. Storm Shield von Brightwing. Board of the Storm auf Zeratul. Big Red Button für Odin. Celestial Wrath haben wir für Tyrande. Und Unstoppable Force für die Avatar von Muvadin. Auf Seiten von AAA wird es noch ein bisschen dauern. Und jetzt kommt der Garden Terror für Whiskey Coker. Den brauchen sie für Defense, aber das Fort wird es trotz allem nicht schaffen. Nee. Den Overgrowth konnten sie nicht schnell genug stoppen. Der Garden Terror auf Seiten von AAA hat nicht mehr allzu lange zu leben. Man muss jetzt oben nochmal vielleicht was ausrichten. Ja, ich glaube, das kriegen sie auch noch hin. Das nächste Fort wird fallen. Gibt ihm nochmal einen ordentlichen XP-Boost. On top springt er sofort aufs Overgrowth. Oh, vielleicht können sie sogar nochmal kurz shoppen. Ja, die müssen aufpassen. Alle Heroics sind wieder verfügbar. Da ist ein gutes Void Prison. Kriegt Quacknix, kriegt Quizmo. Nasty springt sofort in Odin. Und Roll versucht darauf zu gehen. Auf Vipelino. Der kriegt sofort was ab. Oh, ein sehr gutes Reign of Vengeance hier nochmal gesetzt. Da kommt Judgment.
Pontop einiges an Schaden einstecken müssen. Gutes CC. Werler geht drauf. Kommando Boss muss sich dabei zurückhalten. Wurde in Polymorph gesetzt. Pontop auch einiges an Schaden einstecken müssen. Gizmo schön rausgefokust. Und damit müssen sie sich jetzt hier zurückziehen. Oh, kann Snitchy vielleicht noch Tunja erwischen? Nee, sieht nicht so aus. Sie müssen umdrehen. Aber Lotus, der muss draufgehen. Da ist Polymorph, den kriegen sie. Big Red Button nochmal draufgesetzt. Und sie haben noch einige Sekunden hier auf ihrem Garden Terror. Oh, umgehen direkt das Keep. Gehen aufs Fort. Gehen aufs Core. Macht auch Sinn. Haben ihr komplettes Team. Nur noch zwei Helden in der Verteidigung hier auf Seiten von AAA. Und Whiskey Coker, die können sich, glaube ich, ihren zweiten Sieg für heute Abend holen. Ja, da steht nichts mehr dagegen. 15% auf dem Core. Das ist der zweite Sieg für Whiskey Coker. Kongratulation ans französische Team. Dafür, dass sie vorher nicht einmal gewonnen haben. Jetzt hier zwei Siege in Folge.